Am 12. August bin ich in unseren Garten gegangen, um Birnen zu pflücken. Ich stand auf einer Leiter, als ein Ast abbrach und ich aus 4 Metern Höhe herunterfiel. Dabei verletzte ich mich an der Wirbelsäule. Meine untere Körperhälfte ist seitdem gelähmt. Ich bin so ein Mensch, der versucht, absolut alles zu schaffen. Deswegen fing ich bald an, meine Arme zu trainieren, damit ich mich bewegen konnte. Außerdem suchte ich etwas, das mir das Laufen ersetzen könnte. Beim ersten Mal auf dem Handbike stellte ich fest, dass ich mich endlich wieder schnell bewegen konnte. Und das gefällt mir wohl am meisten. Ich bin dann Rennen in Tschechien gefahren, habe oft gewonnen und sogar die Jungs überholt. Bei meinem ersten internationalen Rennen in Berlin wurde ich Dritte. Das gab mir einen super Kick. Anders kann ich es nicht sagen. Mein größter Erfolg war die Teilnahme an den Paralympics. Aber ich hatte anfangs keinen, der mir gesagt hätte, nur Mut, du wirst es schaffen, schau mich an. Ich lebe schon 5 oder 10 Jahre im Rollstuhl. Und da es auch kein Buch darüber auf Tschechisch gab, habe ich angefangen, über meine Gefühle zu schreiben und darüber, dass man alles überwinden kann. Bei B. Braun haben sie das gelesen und es hat ihnen gefallen. So entstand unsere Zusammenarbeit. Ich schreibe für den B. Braun-Blog zum Beispiel darüber, wie man mit Kathetern reisen kann oder über meine Erlebnisse bei den Rennen. Die größte Rolle bei meinem Sport spielt mein Mann. Wir brauchen einen Menschen, der uns nicht nur psychisch unterstützt, sondern auch physisch. Ich glaube, dass ich das Leben mehr schätzen lernte. Und ich wollte den Menschen, die mir geholfen haben, etwas zurückgeben. Außerdem möchte ich den Rollstuhlfahrern sagen, dass sie aktiv sein müssen. Denn die Gesellschaft gibt ihnen viel Unterstützung, fordert aber keine Aktivität. Und ich wünsche mir, dass uns die Menschen als normale Menschen sehen, die nicht so sehr von ihrer Welt abgeschnitten sind.